Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Ja, wie man uns schon erkennen kann, mit etwas Neuem vom Sailor Moon. Fangen wir einfach an, wie ihr uns schon erkennen könnt. Es ist die nächste Sailor Moon Figur von SH Figure Arts. Und zwar ist es Sailor Venus. Manche waren ja etwas irritiert, dass Sailor Venus als nächste veröffentlicht wird und nicht Sailor Jupiter. Gut, Sailor Jupiter wird aber auch demnächst erscheinen. Warum Sailor Venus jetzt früher erschienen ist, keine Ahnung. Vielleicht gab es bei der Jupiter-Figur irgendwelche Probleme bei der Herstellung oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, Jupiter erscheint auch noch und jetzt haben wir erst einmal Sailor Venus. Bevor ich genau dazu komme, muss ich noch etwas loswerden. Einige haben es vielleicht auch mitbekommen. Gestern wurden ja Aufnahmen bei YouTube veröffentlicht. Es gab gestern am 30. Juni ja ein besonderes Event in Japan. Da der 30. Juni ja Usagis Geburtstag ist, gab es schon mal eine Preview der ersten Episode von Sailor Moon Crystal, dem neuen Anime, der diesen Samstag ja im japanischen Fernsehen starten wird. Und jemand hat heimlich mitgefilmt und die Aufnahmen kursieren jetzt natürlich schon wild auf YouTube herum. Unter anderem ist das Opening zu sehen und, worauf wir auch alle gespannt gewartet haben, Sailor Moons neue Verwandlung. Und ich habe es gesehen und kann dazu nur sagen, absolut klasse. Also mir gefällt's. Manche haben sich ja schon beschwert, ja, es ist computeranimiert und es ist 3D, aber so what, Leute. Nennt mir mal einen Anime oder einen Zeichentrickfilm heute, wo nichts mehr mit Computern gemacht wird. Und es ist halt 2014 und es ist nicht mehr 1992. Wie dem auch sei, mir gefällt's und ich bin super, super gespannt drauf. Und dann noch etwas, noch einen kleinen Nachtrag zu meinem letzten Video, in dem ich euch den Proplica Moonstick vorgeführt habe. Da hat mich ein YouTube-User, Dominik B., darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen Unsinn erzählt habe, nämlich der Luna Pen, von dem ich gesagt habe, dass er der nächste in der Proplica-Reihe sein wird, der kommt eigentlich aus dieser Miracle Romance Merchandise-Reihe, wo auch schon irgendwie die beiden Broschen veröffentlicht wurden. Also er wird, soweit ich weiß, also nur irgendwie mit Licht kommen und halt als normaler Pen. Und das wirkliche zweite Item in der Proplica-Reihe ist halt der Cutie Moonrod. Da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, aber wie gesagt, es erscheint so viel Merchandise momentan in Japan und es wird, glaube ich, nochmal mehr werden, dass man da echt ein bisschen den Überblick verliert. Okay, so viel also zur Nachlese von dem vorherigen Video und dann kommen wir mal zur Sailor Venus. Standardverpackung von den SA Figure Arts, wie man es ja so gewohnt ist. Sailor Venus hier halt in verschiedenen Posen. Artemis ist natürlich mit bei. Hier schon mal ein paar verschiedene Gesichter. Und dann würde ich sagen, befreien wir sie doch einfach mal aus dem Karton. Vorsorglich habe ich das Klebeband schon vorher aufgeschnitten, weil ich mir schon fast gedacht habe, dass das wieder eine ganz schöne Fummelarbeit hier wird. So. Und da war. Hilfe, es fällt schon was raus. Das ist schon mal der Ständer für die Figur. Genauso gemacht wie die anderen. Schön Sailor Venus und das Venus-Symbol. Finde ich eigentlich sehr, sehr hübsch gemacht, diese Ständer. Vor allem auf dieses Schnörkelmuster. Aber gut, das ist halt nur der Ständer. Kommen wir jetzt mal zum Wichtigen natürlich, und zwar zur Sailor Venus selber. Und da muss ich sagen, ja, also von der Qualität her, genauso wie die vorherigen Figuren,
Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen. Man schon sehen kann, also ihr Senshi-Outfit hat so den gleichen glänzenden Effekt, wie das auch schon bei den drei vorherigen Figuren da war. Sehr schön auch ihre Brosche, also richtig golden. Hier unten ist Artemis, in so einer ähnlichen Pose wie Luna, die bei Sailor Moon dabei war. Ja, Gesichter, dann haben wir hier einmal Sailor Venus mit einem leichten Lächeln. Einmal hier zum Austauschen mit ihrer Maske. Hier hat man dann auch eine austauschbare Hand, in der sie die Maske dann hält. Kann sich bestimmt noch jeder erinnern, die Anime-Episode, in der sie sich dann zeigt und dann dramatisch ihre Maske abnimmt. Dann haben wir hier noch drei Gesichter, eine lachende Sailor Venus, eine ernste und ja, laut rufend, wo sie wahrscheinlich ihre Attacke gerade loslässt. Und dann hier noch acht verschiedene Hände, die man auswechseln kann. Hier zur Faust geballt, ausgestreckt, zeigend. Ich glaube, die beiden sind für ihre Venus Love Me Chain Attacke. Ja. Wenn wir versuchen, das Plastik hier mal abzumachen, dann können wir die Figur vielleicht auch mal. Entschuldigung, aber das geht immer ein bisschen schwer. Dann können wir die Figur vielleicht auch mal herausnehmen. Oh, ja, da fällt schon gleich die Hand mit der Maske runter. So. Ja, hier ist natürlich noch jede Menge Plastik. Wir los und so, und dann haben wir Sailor Venus Haarschleife. Ich glaube, die Haare, ja, lassen sich ähnlich wie bei Sailor Mars auch etwas in die Breite ziehen, dass sie dann richtig wehende Haare hat. Also sehr, sehr schön gemacht. Gefällt mir wirklich gut. Und dann schauen wir uns auch Artemis noch mal an. Ja. Wie gesagt, in so einer ähnlichen Pose wie auch Luna. Ich glaube hier... Na? Ja. Lässt sich auch so posieren. Ist noch ein bisschen störrisch, aber... Na, der Kopf bewegt sich da, doch. Okay, jetzt guckt er nach hinten. Aber der Kopf bewegt sich ein bisschen schwerfällig. Ah ja, nee, jetzt geht es. Jo. Sailor Venus. Und Artemis. Ja, wie immer wunderschön. Also ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert von den von diesen Figure Arts Figuren von Sailor Moon. Und die Nachfrage scheint so groß zu sein, dass Sailor Moon und Sailor Mercury jetzt auch noch einmal neu aufgelegt werden, weil die wahrscheinlich, soweit ich das mitgekriegt habe, auch schon komplett ausverkauft waren und die Nachfrage so groß ist, dass sie noch einmal nachproduziert werden, die Figuren. Ja, wie gesagt, diesen Monat im Juli erscheint Sailor Jupiter. Im Herbst kommt dann, worauf ich mich auch schon irrsinnig freue, Sailor Saturn. Ende des Jahres werden noch Sailor Uranus und Sailor Neptun erscheinen. Und ich gehe mal stark davon aus, dann nächstes Jahr werden wir sicherlich auch noch Sailor Pluto bekommen.
Und ja, dann müssen wir mal schauen und abwarten, wie die Serie von den Figuren dann weitergeht. Ja, das war's soweit erst einmal. Das ist die neue Sailor Venus Figur. Wie gesagt, so wie die anderen, kann ich nur empfehlen, dass man sie sich kauft. Okay, so viel erstmal zu mir. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, diese Woche noch ein zweites Video zu machen. Muss ich mal schauen, wie es zeitlich passt. Falls ich nicht dazu komme, kann ich nur sagen, freue ich mich schon irrsinnig auf Samstag, wenn die erste Folge Sailor Moon Crystal läuft. Ich hoffe, dass ich es irgendwie hinbekomme, das im Internet zu sehen. Ich bin noch nicht hundertprozentig schlau, wie man es genau macht, aber ich bin sicher, da werden noch hilfreiche Tipps im Internet auftauchen. So, jetzt darf ich's. Okay, also, so viel zu Sailor Venus und Artemis aus der SA Trigger Arts Reihe. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute.